Es gibt wieder Neuigkeiten bei Ford Hubel in Kapfenberg. Heute darf ich Ihnen das neue Crossover-Modell, den Ford Focus Active, vorstellen. Mit der neuesten Sicherheitsausstattung, 3 cm mehr Bodenfreiheit, umweltfreundliche Benzin- und Dieselmotoren. Alle Motorisierungen sind auch mit einem 8-Stufen-Automatikgetriebe erhältlich. Sehr hilfreich ist natürlich der Einparkassistent. Einfach vorbeikommen und Probe fahren. Wir Österreicher haben ein besonderes Talent. Wir bringen Dinge zusammen. Anstrengung und Entspannung. Arbeit und Genuss. Aber den Geschmack der Heimat in einem einzigen Schluck zu vereinen, das muss erst einmal einer zusammenbringen. Gut, besser, Gösser. Österreichs bestes Bier. E-Mobilität im Autohaus Huber in Nickersdorf. Unsere neuen Modelle, der Kia e-Niro, e-Soul. Des Weiteren folgen dann die Hybridmodelle für alle Kia Ceed. Den Ceed, den Ceed SW und den Poseed. Der neue e-Niro hat eine Laufleistung von 455 Kilometer und ist ab sofort bestellbar. Nützen Sie jetzt den Preisvorteil von 3.300 Euro beim Kauf eines neuen Kia e-Soul oder e-Niro. Gefällt's mir auch. Grüß dich. Darf ich dir für ein Bier lohnen? Nein, aber darf ich dir für ein Kracherl lohnen? Das Gösser Bierkracherl für Erwachsene. Absichtlich alkoholfrei. Prost. Prost. So viel da, wenn's das nicht geht. Gut, besser, Gösser Kracherl. Unser heutiges Schlagerspiel der Runde kommt aus der Oberliga Nord. Da wird die vierte Runde gespielt und da trifft der Tabellenzweite Kindberg auf den Tabellenführer auf Judenburg. Beide Mannschaften haben einen tollen Start erwischt. 3 Spiele, 9 Punkte. Da kann man heute da in Kindberg schon einiges erwarten. Wer wird heute gewinnen? Dieser Oberliga-Nordkracher zwischen Kindberg und Judenburg verspricht heute einiges. Wir erwarten natürlich ein hart umkämpftes Match und schöne Tore. Der Schiri heute, ein Mann mit Qualität, Florian Sabati aus Keindorf an der Sulm. Los geht's! In Minute 3 nach Judenburg-Eckball gibt's da gleich das 1:0 für die Gäste. Torschütze Daniel Hirzberger. Was für ein Auftakt für Judenburg. Judenburg will sich mit druckvollem Angriffsspiel Respekt verschaffen. Kevin Krenn testet da mit einem guten Kopfball Michi Bosch im Kindberg-Tor. Darauffolgend sind die Bitterschützlinge dran mit gefälliger Doppelaktion. Diese Szene war nicht so schlecht. Nun wieder die Murtaler in Vorwärtsbewegung. Bei Michi Bosch im Kindberg-Tor ist Endstation. Wir blenden in die 20. Spielminute nach Kindberg-Stangelpass. Von Schnittler gelingt Olschnecker das 1:1, der Ausgleich. Die Freude natürlich groß. Und der Ausgleich wird so richtig bejubelt.
Da geht's ganz schön zur Sache. Wow! Kindberg nun gut drinnen im Match. Hoppel wird da gut bedient, scheitert aber am starken Gästetormann Bascha. Was für eine Abwehr. Auch dieser Gast aus Afrika bestaunt da diese gute Tormannabwehr. Knapp vor der Pause die Kindberger den zweiten Treffer sehr, sehr nahe. Treffer gibt's aber keinen mehr. Mit dem 1:1 Unentschieden geht's in die Halbzeit. Tolle erste Spielhälfte beider Teams. Österreich hat heute ein Fußball-Ländermatch. Gegen wen geht's da? Gegen Lettland. Gegen Lettland. Und um was wird da gespielt? Ja, um die Europameisterschaft. Und da werden wir sicher auch mit haben ziehen. Ja, und du glaubst, Österreich wird heute gewinnen? Ja, auf jeden Fall. Das ist einmal normal. Weil das ist ein Pflichttermin, dass wir das machen, oder? Wer führt denn da die Gruppe an, die Gruppe G? Ja, Polen. Und jetzt sagst du mir noch, du schaust schon gut aus. Wer ist der österreichische Teamchef? Das ist der Franco Foda. Der wird das schon machen mit der Partie. Wir werden das heute heimfahren und die Geschichte hat sie, oder? Genau, und damit hast du zwei Thermenkarten und du hast auch alles Gute. Ja, danke schön. Ich sage nochmal danke und ich werde es mit meiner Frau genießen. Auf geht's in die zweite Spielhälfte. Kindberg lässt da die Kugel rollen, der Ball geht da über 3-4 Stationen und dann gibt's natürlich einen guten Olschnecker-Abschluss. 2:1 für Kindberg steht's. Mit denen hat keiner gerechnet. Die Heimischen wollen natürlich nachlegen, spielen da munter drauf los. Jetzt muss er wohl mal pfeifen, Downers! Das Spiel nimmt an Härte zu, Schiri Sabate hat einiges zu tun, greift da durch. Der Kindberger Tormann wird da noch getestet, Bosch hat da kein Problem. Der Kindberger Tormann Bosch besteht da eine Bewährungsprobe. Michi Bosch spielt da gut mit, kommt da gut aus dem Gehäuse. Aber nun die Heimischen noch zum Schluss mit einem guten Konter, knacken da zum dritten Mal die Gästeabwehr. 3:1 steht's nun für Kindberg, Vorraber der Torschütze. Und es ändert sich auch nichts mehr am Spielstand. Kindberg schlägt Judenburg mit 3:1. Und das war's auch schon. Ein tolles Match haben die Zuseher heute gesehen. Die Stimmen zum Spiel. Kindberg, der Tabellenzweite, schlägt sensationell den Tabellenführer Judenburg mit 3:1. Hat die starken Anfangsminuten, so 15, 20 Minuten der Gäste, heil überstanden. Hat dann zum Schlag ausgeholt. Was war heute der Schlüssel zum Erfolg? Ja, wie du richtig sagst, die ersten 15 Minuten haben wir ein bisschen verschlafen. Wobei die Chance, was sie gehabt haben und das Tor, das sind eigentlich nur unsere Fehler. Jetzt nicht, weil sie so gut waren, sondern weil wir einfach nicht in der Partie waren. Aber ich glaube, nach 20 Minuten haben wir dann schon gesehen mit Vorteil des Spiels. Ich glaube, wir haben sicher 2-3 Riesenchancen mehr gehabt bisher. Und ich glaube, dass das 3:1 ganz sicher in Ordnung geht. Ja, und ganz stark war natürlich die zweite Spielhälfte. Da hat man super kombiniert und da hat man die Gäste regelrecht ausgekontert. Ja, wir haben ein paar Kleinigkeiten nochmal angesprochen, ein bisschen verändert in der Halbzeit. Und ich muss sagen, das haben sie dann wirklich top umgesetzt und man hat dann nicht gesehen, zu was wir eigentlich fähig sind. Ja, René, ich muss dir gratulieren, was du in der kurzen Zeit aus der Mannschaft gemacht hast, das schaut schon recht gut aus. Ja, danke, aber man darf nicht vergessen, es sind erst 4 Runden gespielt, wobei der Start ist natürlich schon mal sensationell, aber es geht trotzdem weiter und wir werden uns von unserem Weg sicher nicht abbringen lassen. Ja, und natürlich, da geht das Publikum auch super mit, jetzt passt wieder in Kindberg alles. Ja, von dem her passt schon. Schön war es halt, wenn ein paar mehr kommen vielleicht. Nur das liegt eigentlich eh nur an uns. Wenn wir so Leistungen bringen, dann werden sie zwangsläufig sicher wieder von selber kommen. Ja, für Didi Schöke, dem Judenburg-Trainer, war der Freitagabend nicht so schön. Was hat heute nicht gepasst? Naja, ich denke, dass letztendlich schon Kindberg verdient gewonnen hat, das ganze Spiel. Wir waren die ersten 20 Minuten, waren wir klar stärker. Wir hätten in den ersten 8 Minuten 4 Tore machen müssen, wenn wir da als Zweite draufsetzen. Verläuft das Spiel sicher ganz anders. Und letztendlich war es so, dass wir nach dem Ausgleich, nach dem 1:1, einfach nicht mehr ein Spiel gefunden haben. Die Kindberger haben das extrem gut gemacht, haben in der Mitte gut zugemacht, haben ein super Umschaltspiel gehabt und mit dem sind wir halt einfach nicht zurechtgekommen.
Aber ich glaube, das muss man so sagen, man hat heute ein Spiel verloren, aber nicht die Meisterschaft. Nein, das ist eh keine Frage nicht. Natürlich tut das weh heute. Wir sind trotzdem vorne dabei. Ich nehme an, wir bleiben Zweiter nach dieser Runde. Nächste Woche ist ein neues Spiel. Wir schauen von Runde zu Runde, von Wochen zu Wochen. Wir werden weiterarbeiten, werden das auch wieder wegstecken und nächste Woche wieder 3 Punkte einfahren. Ganz einfach. Didi, alles Gute. Dankeschön. Dir.